Fähiger Transporteur 161 mittlerweile schon. Nun, na, neuen Titel? Nee, gut. Aufträge sammelt verstreute und seltene mineralische Mineralien. Okay. Das heißt also, damit werden wir bestimmt die Seilrutsche ausprobieren können. Da hinten links ist Mule-Gebiet. Wenn wir eben mal sehen, Alter, das wird eine Reise. Das wird eine Reise. Außerdem habe ich eben wahrgenommen, dass hier zwischen noch Gebiet nicht angeschlossen scheint, ne? Ja, klar, natürlich, Mule-Gebiet. Mhm. Und hier auch. Okay. Jo, nehmen wir das mal an, ne? Testen wir halt mal ein bisschen. Gut. Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Ja. Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Platziert eine Verankerung. Zwei dieser Verankerungen können zu einer Seilrutsche verbunden werden, die schnelle Reisen von einem zum anderen Ende ermöglichen. Seilrutschenverankerungen der Stufe 1 können bis zu 300 Meter Entfernung voneinander platziert werden. Seilrutschen können sehr nützlich sein, um schnell Steilhänge oder felsige Gelände zu überqueren. Fahrzeuge und Lastenschiffer können keine Seilrutsche benutzen. Okay. TCK Stufe 2, davon haben wir 0, okay. Stellen wir uns mal direkt eine her, obwohl da steht 2 hinten im Gepäck. Wir schauen mal. Den hauen wir uns um den Rücken. Aha. Ach, wir haben direkt ein paar mehr bekommen. Okay, ich sehe es ja ein. Alles gut. Also, das ist, also, diese Session war sehr, sehr verstörend bisher. Erst treffen wir Bibis Papa als bösen Antagonisten hier im Krieg irgendwie. Und Mars Not City, okay. Aber eigentlich wollen wir doch erstmal die Mineralien da besorgen, ja. Dann treffen wir hier die junge Dame mit ihrem toten Baby. Also einem GD. Wir bräuchten hier mal so einen Sonnenschirm, hätte ich was gesagt. Mal schauen, ob wir hier einen aufbauen können. Warum nicht? Tut mir leid, Sam. Ich fürchte, du musst die Konstruktion woanders errichten. Ich markiere diese Stelle als verboten. Naja, hier hat jemand was konstruiert, den werde ich ja hier wohl auch was hinbauen dürfen, siehste. So, während der baut, kann ich mal eben umladen. Weil ich hoffe, wir brauchen nicht so viel, wie wir dabei haben. Haftdorf nehmen wir mal mit. Bola, lassen wir mal eine drauf auf dem Auto. Anti-GD-Handfeuerwaffe nehmen wir auch mal mit. Schockbombe auch. TCK. Nehmen wir mal ruhig alle mit. Blutgranate, Schockbombe, Blutgranate. Ein Paket Blutgranaten muss reichen. Wie sieht es um unsere Stiefel aus? Oh, gut. Oben hatten wir schon zwei Blutbeutel, da brauchen wir die nicht. Und die Stiefel, naja, könnten wir bald mal austauschen. Ups. Sehr schön. So, der hat gebastelt. Denke ich mal. Nein, noch nicht ganz. Verbringen wir mal ein wenig Zeit. Immer noch am Regnen. Wir halten noch mal ein bisschen tüdeln. Na, das ist doof. Ein letztes Mal. Nun gut, dann.
Also jetzt dürfen wir auf jeden Fall noch zwei TCKs auf dem Rücken haben. Nee, weil, ne, also diese chiralen Kristalle, die wachsen ja auch halt da, wo wir GDs besiegen oder halt in Gegenden wie hier, die im chiralen Netzwerk angebunden sind. Und wenn sie dann halt angebunden sind, dann haben wir da anscheinend noch ein höheres Vorkommen von chiralen Aktivitäten. Es ist einfach eine wahnsinnsblöde Idee, was wir hier durchziehen wollen. Ich bin damit schon seit sehr frühen Zeiten des Spiels nicht einverstanden. Aber naja, wie gesagt, was weiß schon ich, ne? Was weiß ich schon? Ah, da hat noch jemand einen Regenunterstand gebaut. Was haben wir da? Metalle könnte man eigentlich auch mitnehmen. Na. Aha, hoffen wir mal, dass der Wasserfall gerade mal unter 300 Meter breit ist. Das verstehe ich jetzt erst so richtig. Sobald man sich drunter stellt, strömt hier so ein Gas aus, das sofort alle Dinger wieder repariert. Das finde ich ziemlich cool. Dann benötigt man da kein Reparaturspray. Das ist fein. Fein. Gut, das Wetter wird sich auch bei der Mission nicht mehr bessern, denke ich. Entschuldigung. Oh, ich habe keine Kletterverankerung mit. Aber das geht hier. Ruhig, Brauner, ruhig. So, schauen wir mal, wie das hier geht. Wo wir hier rankommen, wann wir hier ankommen. So, TCK. Seilrutsche. Aber ich habe doch da drüben schon eine gesehen. Ja, da war doch eine. Da scheint doch eine Seilrutsche zu sein. Entfernt, ne? Von dem Punkt, zu dem sind wir eigentlich sollen. 196 Meter, das ist gerade mal da runter. Bring mir schon aus. Da drüben scheint eine Verankerung oder Leiter zu sein. Ja, dann wollen wir uns mal da runter angeln, ne? Ja, aber wie cool. Wenn der jetzt nicht gewesen wäre mit seiner Kletterverankerung, dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Da im Wasser. Okay. Obwohl, ist das eine Markierung von mir? Ja, ne? So. 153 Meter. Da hat noch jemand eine Leiter hinterlassen. Aber ich denke, wir kommen hier so relativ gut runter.
Da scheint nochmal so eine Kletterverankerung zu sein. Das ist ja cool. Ohne die hätte ich jetzt zurücklatschen dürfen und mir eine Kletterverankerung holen. Danke für die Hilfe. Ja, das ist aber auch knapp hier. Geil. Okay, schauen wir doch mal. Da hinten, was liegt da? Auch nochmal seltene mineralische Ressourcen. Okay. Ach, steckt hier jemand fest, so ähnlich wie ich? Ja. Erstmal anordnen lassen. Und dann können wir eventuell noch seine Fracht sammeln. Die kann er sich ja dann irgendwo abholen. Oh. Ja, an sein Auto werden wir nicht rankommen, denke ich. Ah, Frachtmenü öffnen. Keramik. Die war doch von ihm, ne? Das ist er. Ja. Ich kann den schlecht lesen. Ach nö. Oh, na egal. Dann hat der Isaac halt jetzt Keramik vom Topaz. So ist das. Also müssen wir darüber. Gut. Dann könnten wir doch rein theoretisch hier jetzt mit einem TCK eine Seilrutsche rüberbauen, oder? Dann müssten wir halt nur noch irgendwie auf die andere Seite kommen, ohne hier drauf zu gehen. Wir werden mal sehen, wie der das macht. Konstruktion abgeschlossen. Seilrutsche Stufe 1 und Seilrutschen, bla bla bla. Über das Konstruktionsmenü eine Liste diverser Konstruktionsstufen abrufbar. Keine Seilrutschenverbindung, siehst du? Und irgendwie steht die auch ein bisschen doof, ne? Achso, hier müsste ich dann erstmal raus. Ja, wir könnten ja, wenn ich die abbaue, dann ist das ganz schön im Eimer. Wir müssten hier rüber, auf jeden Fall. Das Wasser ist aber zu tief. Naja, wir haben... Da drüben geht es. Wir haben die Untermütze auf. Kapuze, Kapuze, nicht Mütze. Wir haben die Ottermütze auf. lass das mal vernünftig anordnen. Da wir mit unserer Haftpistole nur nur Fracht ziehen können zu zweit und nicht uns. Aha. Es gibt hier einen Weg. Ja. Da ist jemand glücklich.
Das macht Bibi Spaß. War ja klar. Bitte dranbleiben. Überraschungen? Da scannen wir lieber noch einmal kurz. So. Eieiei. Tja, da hat Mama halt ein totes Baby. Das ist schon ziemlich krass. Also, ich weiß auch gar nicht, wohin die Geschichte dann führt, weißt du? Nein, 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 das war schlecht. Ich hab nicht aufgepasst. Warte mal. Digidee. Nein, wir haben die Haftwaffe nicht bei. Fuck, echt jetzt? Haftwaffe. Geil. Das freut unser Baby. Mich auch. So, wir haben wieder Schiedwetter. Alter Verwalter. Da hätten wir dann auch die zweiten Kristalle. Dann sollten wir doch jetzt hier mit so einem TCK das zweite Ding aufbauen. Was ist los? Achso. Ich habe den gar nicht ausgewählt. Ah, guck, jetzt richten die sich aus. Okay, machen wir. Richtig cool. Konstruktion abgeschlossen. Ja, geil. Die werden wir dann auch nachher nutzen können, hoffe ich mal. Da drüben steht schon wieder ein Auto. Hier sind wohl so einige Leute runtergekommen, wa? Guck mal, da steht ein Motorrad. Die waren so schlau wie ich. Ja, jetzt haben wir natürlich kein drittes TCK mehr hier, ne? Oder? Haben wir noch eins? Na, sieht schlecht aus. Einen wunderschönen guten Abend, Dieter. Grüß dich. Das sieht schlecht aus. Na, da werden wir mal den Kram einsammeln. Ein bisschen. Oh, ich hoffe, wir haben Reparaturspray dabei. Den Kram einsammeln und zusehen, dass wir hier Land gewinnen. Was denn, Dieter? Dieter fragt, weißt du was? Du hast dir bestimmt das Spiel zugelegt. Ah, ich wusste es. Habe mir ein Spiel gekauft, okay? Hm, ich rate nicht, welches. So, haben wir auch. Okay. Wir haben eigentlich alle Behälter gesammelt. Okay, gut. Dann latschen wir erstmal zurück. Das Spiel, was man nicht spielen kann, hat er sich gekauft. Na bitte.
Etwa Red Dead Redemption? So, ja, aber dein Truck ist beschädigt, ist ja klar. Wir kommen ja hier gar nicht mehr durch und weg. Ich meine, bei Mama steht der halt mächtig im Regen. So, wollen wir unsere Seilrutsche testen, ne? Zum anderen Ende rutschen. Ja. Das könnte man schnell nennen. Und Bibi findet das geil. Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms. Okay. Sagt mir jetzt gar nichts, aber das soll nichts heißen. Krass, und warum kann man das nicht spielen? Schon so alt läuft's nicht mehr, oder? Kommt dann die Polizei vorbei. Eieiei. Komm, Sam, du schaffst das. Ui, da wollen wir mal. Ghost Recon Online, und weil es dafür keine Server mehr gibt. Nee, ne? Ei. Das wäre natürlich blöd. Mann, Mann, Mann. Ist ja wohl irgendwie auch so ein leichter, schlechter Scherz, ne? So, dann können wir da drüben nochmal das Seil benutzen. Dann sind wir schon fast wieder oben. Da es gerade nicht regnet, na komm, du schaffst es. Da es gerade nicht regnet, sollten wir mal schauen, ob wir noch... Oh, mich dünkt, wir haben kein Reparaturspray dabei. Naja, dann hoffen wir mal, dass es nicht noch mehr regnet. Alter! Ich hab extra gedrückt. Jojo, alles gut, Baby. Jojojojo. Ganz. So, jetzt müssen wir erstmal den Kack wieder aufsammeln, Baby, ja? Hat der Alte hier wieder Action gemacht. Ja, dann müssen wir wohl oder übel. Da. Sonst noch was? Nö, sieht nicht so aus. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Rein theoretisch, ja. Ja, natürlich, klar. Also, ne? Ich hatte jetzt im Kopf nicht so richtig abgelegt, ob du da überhaupt bei der Konsolenfraktion irgendwo dabei bist. Nee, das kann man noch nicht so ganz spielen. So, wie komme ich jetzt von der Leiter runter? Ah, so. Ja. Ganz. Yeah. So, dann wollen wir mal hier hoch.
Na, die Stiefel sind echt im Argen. Die sollte man wirklich austauschen. So. Jetzt haben wir die Leiter gar nicht geliked. Naja, so ist das. Ne? Hui. Super. Wo müssen wir hin? Nein. Ja, da müssen wir hin. Naja, also nicht dahin eigentlich, sondern eher dahin. Oder? Nee, South North City? Doch. Ja. Sollte doch aber zu Mama zurückkehren. Ja, das wird das eventuell sein, ne? Nö. Station. Zeitregenfarm. Online-Schutzhütte. Wo war der Mamas Bunker? Mamas Bunker war doch direkt hier um die Ecke, ich Döfchen. Hier war Mamas Bunker. Ah, habe ich mich jetzt gerade vertan. Okay.